Und da sind wir wieder bei The Rake Hostel. Ja, diesmal bin ich mit dabei. Mal sehen, wie du dich so schlägst diesmal. Ja, und ich muss ja nur das Buch finden. Nur. Klingt einfach, es ist aber wahrscheinlich schwer. Vor allem, wenn der einfach mal auftauchen kann. Das macht's nicht gerade einfacher. Ja, das glaube ich gut. Und ist auch so verdammt laut, wenn der so auftaucht. Ja. Also, der kann auch einfach so auftauchen. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, und wenn die Musik ertönt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er hinter dir auftaucht. Hm. Ich höre trotzdem. Immer mal zur Sicherheit schauen. Boah, wie du tauchst jetzt auf. Schade, dass man nicht schlagen kann oder so. Ja, deswegen ist es ja gedacht, dass man das nicht machen kann, damit man mit Angst spielen kann. Ich spiel gleich mit seinen Augen Ping-Pong, so schaut's aus. Naja. Taschenlampe hilft aber auch nicht sehr viel. Mhm. Es ist still. Ah, nee. Wo ist das Buch? Du hast bisher auch nicht gesehen, sonst hätte ich Bescheid gegeben, aber. Sonst hätte es einfach brüllt. Ja, ich brüllt Buch! Ja, statt Buch. War ich da schon? Ich meine mal, da bist du hergekommen. Also. Oh Gott. Die Aufnahme geht noch nicht so lange schon lost. Aber der schleicht auch irgendwo rum. Weil ich habe ja den Spielstand geladen. Und da ist er irgendwann ja mal auftaucht und ja. Verfolgt mich ja. Tut er so normal rumlaufen oder tut er sich teleportieren wie Slender? Also für Jumpscares teleportiert er sich gern mal. Oh. Mhm. Ach komm schon. Also jetzt nicht Rake, sondern Buch. Ja. Und ich sollte mal mehr hier so durch die Gegend schauen und nicht einfach stur geradeaus rennen. Weil ich das Buch habe, muss ich wieder zurück zum Eingang. Und den Billardtischchen kenne ich auch. Ich renne mal da lang. Wie gesagt, hier mit der Energie kannst du da auch. Wird das auch nach einer Weile nachgeladen, oder? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich habe schon lange nicht mehr ausprobiert. Wieso steht da ein Schreibtisch mitten im Raum? Ich hab keine Ahnung. Habe ich nicht damals gespeichert? Ich kann mich gerade gar nicht daran erinnern, weil ist ja schon, weiß nicht, 2 Monate oder so her. Schon eine Weile. Auf jeden Fall. Hallo. Klick, klick, klick. Vielleicht nicht gut. Hallo, Buch. Naja, hier weniger.
Naja, auf den Toiletten eher weniger. Ich sollte dort ein Buch rumlegen. Ich glaube, hier ist er mal auftaucht. Und hab mich dann verfolgt. Ach, wo ist es? Das ist eine sehr gute Frage. Ah. Gar nichts. Ja, das sind nur leere Räume. Beziehungsweise, ja, schon volle Räume, aber nichts finden dort. Uiuiui. Boah, ich sag dir, ich spiel Ping-Pong mit dir. Ich sag's dir, Kollege. Boah, mein Herz klopft. Das habe ich gemeint. Pass auf. Siehst du es? Es verfolgt er dich. Oh, nein. Auch nur wenn du Licht an hast, oder? Ich glaube, das ist egal. Boah, mein Herz klopft. Oh, shit, shit, shit. Der auf einmal da? Ja, auf einmal hinter dir. So out of nowhere. So, hallo. Ist hier... Nein. Boah, ich hab keinen Bock, mich hier umzudrehen, hey. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der mich auch wirklich verfolgt, oder... Kann er dich nicht umbringen? Jumpscare in 3, 2, 1. Kann er dich nicht umbringen? Sicher. Hier war ich gerade schon. Gerade stand er so friedlich vor dir. Da. Also gerade eben. Kann er eine Wache sein? Irgendwo muss es sein. Muss es sein. Also, wenn die Aufnahme im Schluss eine Stunde oder so geht, und wir im Endeffekt vielleicht nur, keine Ahnung, wenn wir da 40 Minuten nur sinnlos rumrennen, werde ich sie vielleicht ein bisschen kürzen. Ja, ein bisschen. Kann nicht sein. Ist ja fast überall rum gewesen. Weil es bringt auch nichts, wenn... ich das fast schon kompletten hochlade, weißt, vielleicht sogar wirklich eine Stunde und es passiert davon 40 Minuten nichts. Ja, das ist ja auch langweilig. Ja, deswegen. Außer jetzt vorher kurz war gar nichts bisher. Hier war ich auch schon. Ich kann mich verteidigen. Mit Barrels. Keine Ahnung. Ja, wie es nicht Schränke oder so öffnen können, dass da irgendwie was drin ist, aber ganz sehr, ne? Kann ich nicht, ne. Ja, kann ich, aber so? Hier war ich auch schon. Ah. Ja. Kann doch nicht wahr sein. Bei der ersten Rake Map ging das ja echt so schnell. Warte mal, ich renn doch da mal lang. Auch wenn ich bestimmt da schon war. Irgendwo bestimmt mal. Ich merke, weil ich noch nichts ändert. Ich hätte gedacht, ich hätte jetzt gerade gehört, aber den hört man ja nicht. Der ploppt halt einfach auf. Wie so ein Virenmelder. So, plopp, da bin ich. Okay. Ei, 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 ei. Ja, jetzt kam die Melodie und ja, tot. Oi. Oder hat er das Buch? Gibt's kein Quicktime-Event, wo ich ihn schlagen kann?
So, sind wir auf gleicher Höhe. Let's fight. Und jetzt bin ich ja wieder da, wo der Rake auch auftaucht ist. Da hinten. Ja. Ach, dann lass ich mich killen von ihm. Der war, glaube ich, hier drin. Da drin war er, ja. Der ist natürlich nicht mehr da. Hä? Der denkt sich, jetzt hast du Lust gekillt zu werden, jetzt habe ich was, keine Lust mehr. Oder war es nur ein bisschen weiter hier oder so? Ah. Terra. Found you. Jetzt komm. Komm her. So, wenn ich rumdrehst, dann tötet er dich. Ja, und ich werde wahrscheinlich mal gucken, wo das Buch ist, weil sonst laufe ich ja wieder eine halbe Stunde hier durch die Gegend. Ja. Gut, ich hoffe ja trotzdem, dass euch gefallen hat. Und dann sieht man sich bei der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin.